Oh, hallo, wir machen weiter bei Sonic Adventure 2, beziehungsweise Chao Garden eigentlich eher. Das letzte Mal haben wir ein bisschen den Chao trainiert und an sich ist nicht sehr viel passiert. Er ist jetzt gerade wieder aufgewacht, so lange habe ich jetzt gewartet und habe auch ein bisschen gegraben. Habe aber auch nur einen neuen Kürbis gefunden, also viel ist nicht passiert. Und bist du der richtige Chao? Dir gebe ich jetzt den Rest von der Fähigkeitenfrucht. Hast du überhaupt Hunger? Schon, ne? Jom, 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 jawoll. Zack. Sehr schön. Super gemacht. Und ich, auch wenn es nicht so schön ist, aber ich würde sagen, wir nützen ihn diesen Chao halt nicht. Und bevor ich dem versehentlich irgendwann mal irgendwelche Früchte gebe, lassen wir ihn in den Wald zum Spielen. Das sieht so... Das sieht so komisch aus, wenn man die da reinwirft. Chao wird im Wald spielen gehen. Du wirst ihn nicht mehr wiedersehen. Sagst du Chao tschüss, siehst du ihn nicht wieder. Bist du sicher? Ja. Du wirst ihn nicht mehr wiedersehen. Bist du sicher? Oh Gott, ist das... Oh Gottchen. Okay. Sag tschüss. Mach's gut, Chao. Chao ist in den Wald spielen gegangen. Er hat sicher Spaß. Oh Gott. Oh, es fühlt sich so falsch an. Aber ich... Huch, ich hänge fest. Aber ich musste das machen. Weil er liegt hier nur rum und ich will ihn nicht... Ich will ihn hier nicht als... ich will nicht, dass er sich hier... Der findet im Wald bestimmt andere Freunde, die sich besser um ihn kümmern, als ich das tue. Ich kann mich halt nur auf einen konzentrieren. Oh je, du bist schon wieder hier am Rum. Willst du schwimmen diesmal? Lass mal auf die Augen gucken. Nee, sieht nicht so aus. Dann hebe ich dich mal raus. So. Yes, yes. Ach ja. Aber man findet einfach sonst nichts weiter hier. Außer diese komischen Kürbisse. Ich hole mal noch eine Fähigkeitenfrucht. Die scheint ja alles zu leveln. Also ich gehe mal... Ich würde jetzt mal fast davon ausgehen, dass das schneller geht. Mit Fähigkeiten früchten. Nein, Eier kaufen wir jetzt nicht. Da ist die Fertigkeitsfrucht heißen sie. Entschuldigung. Was haben wir eigentlich da noch? Dreiecksfrucht. Ich weiß halt nicht, was die machen. Komm, kauf mal mehr davon. Wie viel kann ich ja nicht kaufen? 3, 4, 5. Inventar ist voll. Ich kann bis zu 5 Dinge tragen. Okay, alles klar. Aber so schnell gehen unsere ganzen Ringe weg. Überlegt euch das mal. Das sind alle Ringe, die wir des Spiels über gesammelt haben. Das ist schon krass. Aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die nicht verschwinden, wenn ich die jetzt nicht sofort alle dem Chao geben kann. Denn der wird ja nicht so viel essen wollen. Bist du gerade geflogen? War da gerade ein Schatten von dir? Warst du das oder war das jemand anders? Nom nom nom. Zack. Sehr schön. Nom nom nom. Magst du noch was? Ich will dich aber nicht überfuttern. Es ist halt blöd, wenn man ihm immer wieder was gibt. Weiß ich nicht, glaube ich. Jetzt mal streicheln. Oh, jetzt ist er nicht weiter. Ich wollte... Na, ich soll ihn nicht streicheln. Ich sollte ihn beim Essen streicheln, sondern erst danach am besten. Jawoll. Ja, die leveln halt sofort alles, die Fähigkeitenfrüchte. Fertigkeitsfrüchte. Das ist ganz gut. Nice. Jetzt streicheln wir ihn. So, noch eine. Ich will ihn aber echt nicht überessen. Überfuttern. Ich weiß ja nicht, irgendwann wird er nicht mehr essen können. Nom nom nom. Nein.
Knuckles? Okay. Machst du gleich noch die nächste? Also, solange er sich nicht beschwert, gebe ich ihm noch ein paar. Ja, das levelt wirklich am allerschnellsten. Zack. Gleich wieder alles gelevelt. Sehr schön. Das levelt vor allem eben so, aber es ist auch teuer, weil 200 Ringe. Dafür muss man auch erstmal wieder Ringe sammeln. Sehe ich das eigentlich gerade richtig, dass Level 10 Maximum ist? Weil Fly nicht mehr weitergeht. Ah, never mind. Ich habe nichts gesagt. Yes, yes. Fein gemacht. Magst du noch das restliche Stück haben? Mmh. Hm? Oder kein Hunger mehr? Sehr fein. Haben wir noch eine? Eine haben wir noch. Komm, die kriegst du auch noch. Und dann, ich glaube, dann hast du keinen Hunger mehr, wa? Oder ist das gar nichts für Hunger? Isst du die einfach auch so? Ich weiß es gar nicht. Das letzte Stück noch vielleicht? Kriegst du das noch runter? Alles nochmal leveln. Sehr schön. Zack. Jetzt noch was zum Essen? Normales Essen? Oder ist jetzt gar kein Hunger mehr? Du musst nicht, ne? Du darfst auch aufhören. Aber es sieht aus wie... Okay, jetzt hast du es weggeworfen, das ist in Ordnung. Hast du fein gemacht. Gut, komm, dann gucken wir uns nochmal das Level 2 an. Das Level 3 an, von der Stufe 2. Jetzt haben wir ja alles ein bisschen gelevelt, jetzt könnte es vielleicht besser laufen. Mal gucken. Mal gucken. Stamina dürfte jetzt auch noch ein bisschen größerer Balken sein, oder? Ich glaube, ich habe jetzt mehr zur Verfügung. Dum, dum, dum. Oh ja. Ein deutlich größerer Balken. Und hopp. Und ich glaube, im Schwimmen ist er nach wie vor ganz schön langsam. Ich weiß es nicht. Nur nicht hinfallen. Gut, machst du das. Super. Super. Fein gemacht. Sehr, sehr schön. Fantastisch. Ganz fantastisch. Kriegen wir wieder ein Spielzeug. Bei der Stufe 3. Ja, was ist das denn? Eine Gießkanne. Okay. Kriegen wir jetzt auch Stufe 2 vom Schwimmen hin? Bestimmt nicht. Niemals. Also da glaube ich noch nicht dran, weil Schwimmen ist... Das war jetzt immer schon das Allerschlechteste. Und das hier ist ja eine reine Schwimmstufe. Da geht es nur um Schwimmen die ganze Zeit. Oh, guckt euch das an, er ist sogar vorne. Ja, krass. Ganz ohne Anfeuern. Ja, wow. Das Schwimmen klappt jetzt auch. Jetzt weiß ich nicht,
ob er sich freut, wenn ich ihn anfalle, oder ob ihn das stresst. Wenn es ihn stresst, würde ich ihn nicht anfeuern. Wenn er sich freut, würde ich ihn natürlich schon anfeuern. Also ich weiß nicht, ob er es jetzt cool findet, wenn ich die ganze Zeit über einfach nichts mache, weil er schafft es von ganz alleine. Ich brauche gar nichts machen. Richtig gut. Kann aber trotzdem ab und zu einfach mal ein Eins einzünden. Weil, vielleicht freut das sich ja, ich weiß es nicht. Ja, nice. Gleichstufe 3 ausprobieren. Gleichstufe 3 ausprobieren. Super gut. So. Gleich Stufe 3 ausprobieren. Und dann haben wir noch Stufe 3 vom Klettern. Aber ich glaube nicht dran. Also, das finde ich jetzt schon krass, wenn das jetzt auch noch reicht. Dann sammle ich nur noch Ringe und kaufe Fertigkeitsfrüchte in Massen. Und keine Tiere mehr. Das ist ja unglaublich. Er ist vorne. Also fast. Also es sieht zwar nicht mehr nach ganz vorne aus, aber mit ein bisschen Anfeuern ist er dann wieder vorne. Allerdings, naja, gut. Ich müsste schon so viel anfeuern. Ich glaube, so viel Stamina habe ich gar nicht, um noch an den ersten ranzukommen. Weil ich komme zwar an ihn ran, aber ich müsste auch an ihm bleiben. Ah, es reicht nicht. Für den ersten reicht das noch nicht ganz. Nee. Und jetzt ist die Stamina weg, jetzt ist er sowieso langsamer. Ach, jetzt ist er erschöpft, es tut mir leid. Armer Ciao. Ich hoffe nur, das macht ihm nichts aus, wenn ich ihn da immer so ein bisschen zu stark anfeuere. Hoffe ich wirklich. Na gut. Dann probieren wir mal das Klettern noch. So. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Weil da doch wieder der ganz besonders schnelle dabei ist auch. Oh! Oh. Ich feuer mal weiter an. Komm, das schaffst du. Ah, ganz knapp. Ganz knapp, ciao. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Muss ich mal gerade ein bisschen rumprobieren. Vielleicht kriegen wir es hin. Das würde halt gleich noch ein drittes Spielzeug bedeuten. Ich glaube, das würde sein Gemüt auch enorm steigern. Aber schwimmen wird noch nicht reichen. Also das haben wir gesehen. Das reicht noch nicht. So. Go! Gleich erster bleiben. Wir kommen aber auch nicht an ihn ran mit ganz viel Anfeuern. Nee, es reicht nicht. Es
Selbst mit ganz viel Anfeuern schaffe ich es noch nicht. Okay, also eher. Ich mache ja gar nichts, ich stehe ja nur am Rand. Ich stehe ja nur am Rand und guck zu. Und lass mein Kind schuften. Das geht eigentlich gar nicht klar. Das ist wie diese Eltern, die am Rand stehen und dann ihr Kind anfeuern, dass es doch gefälligst schneller laufen soll. Das, Entschuldigung, Hupleits habe ich. Hast du jetzt deine Gießkanne? Muckst du denn? Magst du mich überhaupt noch? Bist du noch da? Wo bist du denn? Schwimmst du? Hä? Wo ist er denn? Ciao? Da bist du! Hast du deine Gießkanne jetzt? Oh, nicht hinfallen. Yes, yes. Ist alles fein gemacht. Weißt du eigentlich jetzt, was damit anzufangen? Anscheinend nicht. Ups, weg. Weg ist es. Er scheint damit nichts anzufangen zu wissen. Was anderes können wir noch kurz testen. Das machen wir gerade mal. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht wieder zu lange. Aber vielleicht reicht ja jetzt die erste Runde. Ich muss ja erst was machen, wenn er müde wird. Das dauert also meistens ziemlich lange. Ja, die Herzen gehen jetzt richtig lange zurück. Also es dauert richtig lange, bis die zurückgehen. Okay, gucken wir ein bisschen zu. Oh ja, er hält einiges aus. Schauen wir mal, ob er gegen jeden Gegner hier ankommt. Im Moment muss ich noch nichts machen. Plopp. Sehr schön. Tock. Und zack. Ja, wir halten einiges aus, das gefällt mir. Ich hoffe, es reicht. Ich meine, die Finalgegner hauen natürlich dann wieder stärker drauf, das ist schon klar. Schauen wir halt mal. Paff. Der andere muss schon wieder aufgepeppt werden. Zack. Das haben wir auch gewonnen. Oh, sogar aus der Runde rausgefallen. Rausgefallen und Energie weg. Ei. Und tock. Nummer 3. Und tschock. Ich glaube aber, ich muss diesmal gar nichts machen, weil ich glaube, es wird in keiner Runde so sein, dass unsere Herzen komplett runtergehen. Scheint so zumindest aktuell. Vielleicht wird mich das Finale eines Besseren belehren. Aber im Moment sieht das doch sehr, sehr, sehr gut aus für uns. Die. Und jetzt kriegt er den letzten verpasst. Dock. Sehr schön. Zwei noch. Der hat einen Topf auf. Den Dinner. Komm, diesmal schaffst du ihn. Der hat uns, glaube ich, schon mal rausgeschmissen. Okay, ja, der hält einiges aus. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, wir weichen erstmal aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da kriegt er nochmal eins drauf. Jawohl. Ich bin auf seinen ersten Schlag gespannt. Ja, haut schon noch ordentlich rein.
haut schon noch ordentlich rein, der Kollege. Aber jetzt haben wir erstmal wieder Oberhand, denn er muss sich erstmal erholen. Paff, jawohl. Das sollte reichen. Aber Finale könnte trotzdem wieder spannend werden. Ich bin noch nicht so sicher. Ich glaube zwar an meinen Chao, aber das heißt natürlich nicht alles. Der andere kann ja nun mal auch einfach besser sein. Da kann ich noch so viel an meinen Chao glauben. Deswegen hat er ja dann trotzdem nichts falsch gemacht. Okay, Mr. Appleman. Mr. Appleman. Du wirst gleich nicht mehr tanzen, vielleicht. Wir werden sehen. Happy. Aber auch Happy hat eine ordentliche... Oh, 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 der haut mehr rein. Heieieiei. Das ist natürlich schon wieder so eine Nummer. Okay, wir haben zuerst geschlagen. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Zack. Oh, das ist genau das, was ich meine. Es wird nochmal spannend. Es wird tatsächlich nochmal spannend. Zack. Ah, das wird eng. Aber jetzt muss er sich ausruhen. Jetzt muss er sich erstmal ausruhen. Jetzt kann er nicht gleich draufhauen. Und wir können draufhauen. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Hau drauf, Chao. Das schaffst du. Go! Yes! Nice! Aber ich war gerade noch ein bisschen angespannt. Das hätte auch schief gehen können. Der hat schon nochmal ordentlich den Rums dahinter gehabt. Hast du super gemacht. Nice! Haben wir einen Beginner geschafft. Beim Karate. Oh, das gibt ein Emblem. Ja, da schau mal einer, guck. Gibt's auch ein Spiel? Es gibt aber kein Spielzeug. Ah, es gibt leider nichts für den Chao Garden. Okay. Oh, oh, nicht das. Willst du damit schwimmen? Wobei du ja langsam... Ach, guck mal! Jetzt kann er schwimmen. Oh, wie cool ist das denn? Jetzt muss ich ihn auch nicht mehr rausziehen. Na, jetzt schwimmst du gerne, oder? Ich will dich jetzt nur mal streicheln. Kann ich dich streicheln? Nicht schlagen, Gottes Willen. Kann ich ihn auf... Ah, ich kann ihn im Wasser gar nicht streicheln. Okay, okay, okay. Dann streichle ich dich nicht im Wasser. Dann... Was mache ich jetzt noch? Außer hier dumm rumgraben und nur Kürbisse finden. Wenn überhaupt. Jetzt finde ich gar nichts mehr. Nee, jetzt finde ich gar nichts mehr. Ich überlege gerade. Was wir noch machen könnten. Aber ich finde das super, wie er jetzt schwimmen kann. Die Entwicklung. Sehr, sehr cool. Ich wüsste nur echt gern langsam, wie ich diese Seeds hier einpflanze. Er hat jetzt ja eine Gießkanne, wenn er noch irgendwie, weiß ich nicht. Aber das Graben, das wäre ja eher Nagelsarbeit. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn jetzt auf dem Schwarzmarkt? Oranges Ei, Hirofrucht. Mich würde interessieren, was die Hirofrucht levelt. Nehmen wir mal eine mit. Fruchtbarkeitsfrucht. Ah, jetzt ist diesmal gar keine. Ach, siehst du? Das ist natürlich. Nehmen wir den auch mal noch mit. Nehmen wir mal die zwei mit. Jetzt waren natürlich keine Fertigkeitsfrüchte dabei, weil es immer unterschiedlich ist, was er so mitbringt. Na gut. Da oben bist du. Du kriegst jetzt erstmal die Hirofrucht. Er fliegt wirklich! Oh mein Gott! Wie süß das ist. Was Level das denn? Stamina auf jeden Fall, okay. Aber ich glaube, das hat eher andere Effekte. Das hat mit Hero, mit
den Dingsen hier nichts zu tun. Und wo ist das andere? Der Pilz? Da ist der Pilz. Jo. Was macht der Pilz? Darf ich dir den mal geben? Kannst du damit was anfangen? Ah, der ist auch zum Essen. Oh, schmeckt dir der nicht? Oder hast du nur keinen Hunger? Ich will dir nichts geben, was dir nicht schmeckt. Jo. Ich will mal das Gesicht sehen dabei. Du musst den nicht essen, ne? Wenn er dir nicht schmeckt, musst du den nicht essen. Also wir probieren es nachher vielleicht nochmal, aber du musst den nicht essen. Bist du einfach nur satt? Wirst du das auch gleich weg? Beim Pilz hat er halt nicht so gemacht, ne? Sehr schön. Ich bin irritiert, ob er den Pilz vielleicht gar nicht mag. Na gut. Ich weiß, was wir noch machen. Ich weiß ganz exakt, was wir noch machen. Wieso habe ich da nicht eher dran gedacht? Wir sammeln Ringe. Das heißt, wir sollten die Ringe natürlich auch so sammeln, dass wir sie definitiv behalten. Das wäre ganz praktisch. Oh, ich bin an beiden vorbei. Was war das denn? Schlecht. Aber okay. So, Schild ist da. Das wollte ich haben. Sehr schön. Da, super. Da ist das Schild schon wieder weg. Aber ich will auch Dwives mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Aber ich hätte gern wieder ein Schild. Weil so fühle ich mich nicht so safe. Aber hier ist, glaube ich, gleich ein Elektroschild gewesen, ne? Irgendwo. Ja, perfekt. Den jetzt einfach nicht verlieren, dann ist auch alles cool. So, wo ist der andere? Da. Und noch einer. Die Dwives können wir problemlos mitnehmen, weil die haben, glaube ich, keine Nebeneffekte, wie die Tiere teilweise gehabt hatten. Das passt dann schon. Nein, ich wollte... Nein, ich brauche doch den Eingang in den Chao-Garten. Fuck. Nee, brauche ich eigentlich nicht zwingend. Ja, ich sollte ihn halt... Ja... Ich sollte ihn halt haben, wenn ich die Chao Drive sammle. Für die Ringe nicht zwingend. Das kann ich natürlich auch so machen. Aber ich glaube, es kommt... Wo war denn der andere? Da unten war einer drin, ne? Ich glaube, ja. Und hier war nicht hier auch ein? Irgendwo? Da war keiner. Mist. Aber ich glaube... Da oben ist einer. Dann werden wir den auf jeden Fall auch mitnehmen. Wie komme ich da hoch? 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 Ups. Das habe ich nicht damit gemeint. Wie viele haben wir jetzt schon? Ein paar gehen noch. Ich glaube, jetzt haben wir... Haben wir jetzt 10 zusammen? Ich glaube, ja. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Nicht blöd? Ach, mit der Stange da. Oder? Ja, Tatsache. Sehr schön. Gib mir das. Ja, jetzt verliere ich natürlich schon wieder die ersten, aber das ist okay. Es ging ja eh um Ringe hauptsächlich. Da, 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 da.
Was ist besser zum Ringe sammeln als ein Elektroschild, der Ringe anzieht? Ich weiß es auch nicht. So. Nice. Einfach runterlaufen jetzt noch. Und dann ist auch alles gut. Oh, die Ringe. Die Ringe, die ich nicht einsammle, die kommen jetzt zwar hinterher, aber die kommen nicht rechtzeitig hinterher. Oh, schade. Wobei doch, die fliegen noch. Die sind noch unterwegs. Die kriegen wir alle noch dazu. Sieht ja auch lustig aus. So, stopp. Stopp. Ringe. Kommen die noch? Nee, schade. Okay. Na gut. Ja, ja. Dass das keine AS war, mir schon klar. Aber das war auch nicht das Ziel. Sondern die Ringe waren das Ziel. 308. So. Dann geben wir aber mal schnell noch die Drives ab. Das sind nämlich... Alter, sind das viele Drives. Huch. Da ist er. Kuckuck. Ah, wollte ich nicht. Kommst du mit? Yes, yes. Ach, Sonic. Du klingst komisch. So, guck mal hier. Ganz viele Drives für dich. Zack. 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 Ich hoffe, es überfordert ihn nicht, sollte aber nicht der Fall sein. Nice. Hab zwar nicht gesehen, was gelevelt wurde, aber irgendwas wurde gelevelt. So. Und hier noch. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Yes, yes. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Magst du jetzt den Pilz oder magst du den grundsätzlich einfach überhaupt nicht? Jetzt mag er ihn wohl. Ach, gucke mal. Okay, was macht der Pilz? Stamina, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Nebeneffekte, aber auf jeden Fall Stamina. Okay, aber er scheint nicht so ganz so begeistert von dem Pilz zu sein. Na gut, meinetwegen. Ja, Sonic kann natürlich nicht gerammen, der kann nur pfeifen. Ja, okay. Hört er schon auf Sonic? Bestimmt nicht. Ja, das hat gut funktioniert mit deiner Autorität, Sonic. Na, ich glaube, das sollten wir mit Knuckles machen. Ich glaube, der ist mehr an Knuckles gewohnt. Jetzt können wir mal noch ein bisschen hier... Wollte ich nicht. Bisschen den Baum schütteln. Bisschen den Baum schütteln. So. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal mehr irgendwas. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir wirklich schnell vorankommen, aber hey. Ich weiß halt auch echt nicht, wie viel wir davon spielen sollen, vom Chao Garden. Das ist mir noch ein bisschen ein Rätselchen, was wir alles machen wollen. Denn ich glaube nicht, dass wir jemals alles, was man hier machen kann, zeigen können. Das scheint mir viel zu komplex zu sein. Gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.